Richtung klingt auch nicht schlecht. Aber wir machen jetzt mal was anderes. Erheben Sie die Hände so etwa in Schulterhöhe. Ja, ruhig rauf mit den Pfoten. Verschaffen Sie sich so ein bisschen Platz nach rechts und links. Machen Sie es wie im richtigen Leben. Genau. Und reiben Sie jetzt bitte jeweils Daumen und Mittelfinger einer jeden Hand derart aneinander, dass ein schnippendes Geräusch entsteht. Ja, Mittelfinger, bis ist ja lange in der Mitte. Genau. Okay? Idealerweise tun wir es im Takt und zwar alle im selben. Sie achten auf unsere Zeichen, wir geben Ihnen das Zeichen zum Aufhören. Oh, es ist wunderbar. Und das Zeichen zum Wiederanfangen. Und das Ganze machen Sie jetzt so circa eine Viertelstunde lang. Und wehe, es schnippt jemand in die Pause. Tja, Sie merken schon, wir gehen bei Hannupal streng arbeitsteilig zu Werk. Die Doro hier in der Mitte ist zuständig für blendendes Aussehen und gesangliche Virtuosität. Moderate Erotik. Unter Türken, Johnny, warum bist du so hoch? Unter Türken, Johnny, oh mein Gott, und ich liebe dich so. Susanne für den Rest. Christoph und ich sind schon lange ein Paar. Erstaunt. Doch nun ist die Liebe in großer Gefahr. Er will mich verlassen, das glaub ich ja nicht. Drum kauf ich ihm heute sein Leibgericht. Danach bleibt er sicher bei mir. Ich tu auch ne Menge dafür. Ich schelle, schneide, schnippe, mariniere. Ich klopfe, hacke, würze und püriere. Das Fleisch, das leg ich ein in roten Wein und gebe frische Kräuter mit hinein. Christoph kommt heute zum Essen. Verkaufen kann sich keiner mit mir messen. Christoph kommt heute zum Essen und ich schmeiße voll Güte nie vergessen. Und dann stelle ich ihm die Frage aller Fragen und er wird es wohl nicht wagen, nein zu sagen. Und wenn doch, dann gibt's ein lecker Pinzchen. Zum Glück kann seine Leiche sich nicht mehr beklagen, also werde ich ihn nur eben in die Küche tragen. Ich schäle, schneide, schnipple, mariniere. Ich klopfe, hacke, würze und püriere. Die besten Teile leg ich ein in Wein. Wart mit Christoph, ich bin schon klein. Christoph gibt's heute zum Essen. Und mein Kopf kann sich gar nicht entfernen. Christoph wird sich nie von mir entfernen. Ich habe ihn bald zum Fressen. Und wir sind ja auch so derartig stolz auf diesen tollen Jazzpianisten, den wir uns da geangelt haben.
Dabei ist das gar nicht einfach. Also einen richtigen Jazzmusiker heutzutage für so ein Projekt überhaupt gewinnen zu können, das ist fast unmöglich, denn die allermeisten Jazzmusiker sind ja irgendwo im festen Engagement. Als Reinigungskraft bei McDonald's, als Pizzabote. Umgehorcht im Dämmensingen, da gab es einige Damen, die ihn näher kannten. Und die haben uns dann verraten, dass er absolut süchtig ist nach Rückenmassagen. Bitte sehr, es ist ja nichts einfacher, als ihn regelmäßig mit einer großen Dosis Rückenmassagen zu versorgen. Und dann läuft das mit ihm, mit Bernhard Birk! Einer, der wirklich die Fäden in der Hand hat
und weiß, wie man an den Knöpfchen dreht. Da hinten sitzt der Malle schön an Licht und Ton. Ihr fragt warum, denn dieser Mann, dieser Mann, der doch andere Dinge kann. Ich sage, komm, er frischt und pusht und hat die Sonne schon fliegen lassen. Er ist ein Tier und nimmt mich hier gleich auf der Spül. Thank you.